wird jetzt besser. Wir sind gut vorbereitet. Wir denken, dass wir morgen für dieses Halbfinale auch gut spielen können. Wiederum ist natürlich auch Fluminense ein Verein, der viele Erfolge gefeiert hat, der natürlich auch alles unternehmen wird, damit sie nicht jetzt nach einem Spiel schon wieder nach Hause reisen möchten. Dementsprechend erwarte ich ein enges Spiel. Aber ja, ich glaube auch, dass wir unsere Chancen bekommen werden. Wir haben das letzte Spiel gegen Etihad sehr gut gemeinsam gearbeitet und ja, ich denke auch verdient gewonnen. Und dementsprechend ist das natürlich ein offenes Spiel, aber wir haben sicher auch Chancen, um in den Finale aufzusteigen.